Lieblingsgerichte, weil es hübsch aussieht und dabei schnell zubereitet wird. Hühnchen im Voltini mit 15 Minuten Ricotta Gnocchi. Schnell geht es vor allem dann, wenn ihr fertige Schnitzel verwendet, aufgeschnittene Schinken und fertiges Pesto. Dann spart ihr euch einige Arbeitsschritte, die insbesondere für Berufstätige wichtig sind. Mir ist das wichtig, weil ich nämlich nach der Arbeit nicht so viel Zeit habe, irgendwelche großartigen Gerichte zuzubereiten, zumindest unter der Woche. Und dann ist es schon ganz gut, wenn es manchmal schnell gehen kann. Im Voltini und den Ricotta-Teig könnt ihr auch schon am Abend vorher zubereiten. Wichtig ist nur, dass ihr sie gut abdeckt und kühl lagert, dann kann nichts austrocknen. Ihr könnt den Gnocchi übrigens alleine mit anderen Soßen kombinieren, mit Gorgonzola, Thunfisch, Tomate und verschiedenen anderen Sahnesoßen. Ja, und das Besondere an diesen Gnocchi ist, dass sie nicht so gatschig, bei uns in Kärnten sagt man gatschig, also matschig sind wie diese klassischen Kartoffelgnocchi. Das heißt, sie bleiben euch nicht zwischen den Zähnen hängen. Und das wiederum heißt, dass dieses Gericht sich auf jeden Fall für das erste Date eignet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, eure Hanuma. Für die Involtini müsst ihr die Schnitzel erstmal plattieren, dafür gebt ihr sie einfach in einen Plastikbeutel und macht sie schön platt. Sie sollten nicht dicker als 5 mm sein, weil ihr sie dann mit Füllung leichter einrollen könnt. Dann müsst ihr die Schnitzel nur noch salzen und pfeffern und dann werden sie schon befüllt. Voltini jetzt aus, wenn sie fertig sind. Ihr gebt sie jetzt einfach auf die Seite und wir machen dabei den Teig für den Gnocchi. Erstmal müsst ihr die überschüssige Flüssigkeit aus den Ricotta-Packungen abgießen. Dann gebt ihr den Ricotta in eine Schüssel, gebt Eigelb dazu, Salz und Pfeffer und den Parmesan, den gemahlenen oder geriebenen. Und dann rührt ihr das Ganze erstmal gut um. Nachdem ihr das Mehl hinzugefügt habt, könnt ihr das Ganze mit dem Löffel weiterrühren. Ich mache es ganz gerne mit der Hand. Es ist wichtig, dass ihr danach einen kompakten Teig habt, der allerdings noch etwas klebrig ist. Das ist ganz normal. Denn eure Gnocchi sollen ja nicht gummiartig schmecken, sondern schön fluffig und weich sein. In der Zwischenzeit gebt ihr schon etwas Öl oder Butter in eine Pfanne und erhitzt es gut. Hier werden die Involtini dann scharf angebraten. Wenn die Involtini schön knusprig braun sind von allen Seiten, dann nehmt ihr sie aus der Pfanne und gebt sie in ein kleines Backblech und lasst sie im Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze noch weitere 15 Minuten garen. Aus dem Bratenrückstand von den Involtini wird jetzt die Soße, die Pesto-Soße gemacht. Und zwar gebt ihr dafür die Sahne nicht gleich einfach auf einmal hinein, sondern immer so schluckweise und lasst das Ganze immer kurz aufkochen, damit es ein bisschen sämiger wird. Und dann gebt ihr wieder den zweiten Teil dazu, bis ihr die ganzen 400 ml verbraucht habt. Danach gebt ihr 2 bis 3 Teelöffel von einem Pesto eurer Wahl. Ich habe hier Pesto Rosso genommen und gebt es dazu und rührt gut um. Ihr könnt dann noch nachwürzen, wenn ihr wollt, und die Soße ist damit fertig. Ihr solltet sie jetzt einfach nur warm halten auf geringster Stufe.
In der Zwischenzeit gebt ihr in einen Topf etwas Wasser und salzt es und kocht es gut auf. Das Wasser brauchen wir dann für den Gnocchi. Weil der Gnocchi-Teig eine ziemlich klebrige Konsistenz hat, ist es sehr wichtig, dass eure Arbeitsfläche gut bemehlt ist. Dann wird auch nichts ankleben. Ihr gebt dafür jetzt einfach die Hälfte vom Teig auf die Arbeitsfläche und rollt den Teig einfach ganz gut in diesem Mehl, wie ihr seht, ein und formt daraus so eine dicke Wurst. Diese sollte dann ca. 20 cm lang sein, bevor ihr sie dann in der Mitte nochmal teilt. Jede dieser zwei Hälften wird jetzt so lange gerollt, bis sie eine Dicke von ca. 3 cm haben. Danach schneidet ihr die Rollen einfach in so 2 cm dicke Teigkissen, die ihr dann wiederum auf eine bemehlte Fläche gebt, damit sie nicht ankleben. Falls das Messer etwas klebt, wendet es einfach hin und wieder ein bisschen im Mehl, dann geht das super. Das Wasser hat gekocht, jetzt reduziert ihr die Hitze auf ja, ca. Stufe 7 von 9 oder Stufe 6 von 9, damit es nicht allzu sehr kocht und gebt den Gnocchi vorsichtig hinein. Sobald ihr sie hineingegeben habt, rührt ihr einmal um, damit sie nicht am Boden festkleben. Wenn sie dann so hübsch an die Oberfläche wandern, ist das ein Zeichen, dass sie fertig sind. Ihr könnt sie dann mit einem Schaumlöffel herausnehmen und sie dann mal in eine Schüssel geben, bevor sie in die Pesto-Soße wandern. Die Gnocchi stehen bereit, sie haben jetzt schön in dieser Pesto-Soße gezogen, die habt ihr ja warm gehalten, das ist sehr wichtig. Ja, die Hühnchenrollen, also die Involtini, sind genauso fertig, da gebt ihr nur noch die Zahnstocher heraus und dann könnt ihr das Ganze schön anrichten. Da könnt ihr dann eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe es jetzt ganz einfach angerichtet, habe einfach nur noch ein paar Kräuter darüber gegeben und das war es dann auch schon. Die Gnocchi lassen sich übrigens super einfrieren, ihr müsst sie einfach nur auskühlen lassen, gebt sie in einen Gefrierbeutel, friert sie ein und wenn ihr sie braucht, werft ihr sie ganz kurz in heißes Wasser und dann habt ihr frische, selbstgemachte Gnocchi.